Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit Folge 26. Also die letzte Folge 25 war sogar schon ein kleines Jubiläum. Und ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß, uns zuzuschauen. Und ja, aktuelle Situation, Südafrika, ja, geht es ein bisschen drunter und drüber, würde ich behaupten. Wir sind zwar noch mit einer Taube im Rennen, aber ständig wird da was verlegt, sehr viele Tauben verschwinden, also ist dieses Jahr alles ein bisschen chaotisch. In wenigen Tagen beginnen die Trainingseinheiten bei einigen anderen Winterderbys, bei denen wir auch Tauben dabei haben. Dort hoffen wir auf ein bisschen mehr Glück. Ansonsten habe ich mit Opa heiße Diskussionen bezüglich der Anpaarung der Tauben. Also mein Opa ist einfach Verfechter, nicht zu früh anzupaaren. Ich würde gerne ein bisschen früher anpaaren, damit wir genug Tauben für bestimmte Derbys haben. Ich hoffe, dass wir einen Kompromiss finden und vielleicht ungefähr eine Woche früher paaren als im letzten Jahr. Heute ist schönes Wetter, die Tauben sind gut drauf. Ich war auch schon im Fressnapf und habe Stroh und Hanf und viele weitere Dinge gekauft, um die Zucht vorzubereiten. Also kann bald losgehen. Aber heute wollen wir über die Taubenfotografie sprechen. Da gibt es ja schon lange Diskussionen, auch insbesondere da es mittlerweile sehr viele Schablonenfotos gibt. Schaut man sich die Tauben bei Pieper an, ist der Körper aller Tauben gleich, nur die Farben. Gefiederfarbe wird da verändert, der Ring wird verändert. Ansonsten sind die Tauben in Schablonen gepresst. Kann man zum Körperbau der Taube wenig sagen und auch wie der Kopf und alles aussieht, kann man schlecht einschätzen. Also mir gefallen diese Fotos nicht. Aber da hat jeder seine Meinung dazu. Wir bevorzugen eher die natürlichen Fotos. Da stehen die Tauben natürlich nicht immer perfekt, aber an sich sieht dann die Taube so aus, wie sie wirklich aussieht. Und mein Opa hat sich schon vor über 60 Jahren mit der Taubenfotografie beschäftigt und davon wollen wir jetzt ein bisschen erzählen. So Opa, also du hast jetzt schon vor vielen, vielen Jahren dir Gedanken gemacht über die Taubenfotografie. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit der Taubenfotografie eigentlich so beschäftigt hast? Ja, in erster Linie war es so, dass man interessiert war, von den guten Tauben Fotos zu bekommen. Und zwar Fotos, die auch einen Erfolg haben. Die, sagen wir mal, in den Anfang der 60er Jahren wurde ich vom Bezirksvorsitzenden mehr oder weniger angebeten, Berichte über saarländische Spitzenschläge für die Zeitschrift anzufertigen. Und dazu gehörten natürlich auch Fotos. Da ich ein, was Fotografieren betrifft, völliger Laie war, habe ich mir zunächst mal ein Fotoapparat besorgt. Das war aber wahrscheinlich nicht das Richtige, um Aufnahmen aus kürzester Entfernung von Tauben zu machen. Und der Verband hat damals, ich kann mich noch entsinnen, ein oder zwei Berichte über Vereinszüchter. Die wurden nicht veröffentlicht, weil die Fotos angeblich nicht geeignet waren. Daraufhin habe ich mich dann mit Herrn Seebude, das war ein Schullehrer, der in der Pfalz wohnte und in der Brieftaubenzeitschrift immer wunderbare Schlagberichte über deutsche, belgische oder ausländische Schläge anfertigte. Und der hat auch eine in der Zeitschrift. Hier ein Artikel, den zeigen wir mal kurz, 1963. Im Video wird er auch eingestellt. Wir fotografieren unsere Tauben selbst, war der Titel dieses Artikels von 1963. Ne? Und daraufhin habe ich mich mit dem Verband in Verbindung gesetzt und habe die Anschrift von Herrn Seebude bekommen. Und da haben wir dann einen Termin vereinbart und dann bin ich selbst zu Herrn Seebude nach Langwieden gefahren, habe mir seine Anlage, die er dafür das Fotografieren selbst gebaut hat oder bauen ließ, angeschaut und habe mit ihm unterhalten. Er hat mir dann einige Ratschläge und Tipps gegeben und das war dann der Anfang von der Brieftaubenfotografie für mich. Das erste Problem war, wir brauchten einen sogenannten Fotokasten und den ließ ich mir dann von einem Taubenzüchter, der vom Beruf Schreiner war, der hat mir dann einen Kasten angefertigt,
die man also zusammenklappen und aufbauen konnte, mit entsprechenden Lampen versehen, also Licht musste ja her. Und jetzt kam das Problem des Schattens ins Gespräch. Die ersten Aufnahmen waren nicht so hundertprozentig in Ordnung, weil mit Blitzlicht immer die Tauben im Profil, man immer wieder den Schnabel und alles doppelt sah. Dann habe ich probiert, den Blitz, sag mal, von oben zu, also umzuleiten, dass er dann der Schatten im Boden des Apparates verschwunden sollte. Das hat er wieder den Nachteil gehabt, da musste die Taube auf eine Latte oder eine Stange sich setzen und etwas erhöht, damit der Schatten hinten drunter lag. Und das hat, wie gesagt, Schwierigkeiten gegeben bei dem Stand der Taube. Daraufhin hat dann ein Freund von mir hat in dem Kasten eine Birne noch haben wir da zusätzlich noch angepasst, die in einen alten Autoscheinwerfer praktisch gesteckt war, der von oben die Bodenfläche mit der Taube beleuchtete, und da war dann der Schatten verschwunden. Und von dem Moment an waren die Aufnahmen auch nach meinem Dafürhalten wunderbar. Es war sogar, kann mich entsinnen, ich hatte damals einen fahlen Vogel, der war ein Vereinsbester mit 13 Preisen. Und die Fotografie ist in der Zeitschrift veröffentlicht worden, und dann später erhielt ich dann vom Verlag ein Schreiben, wo angefragt wurde von einer Firma, die Sachen für Taubensport verkaufte, ob ich damit einverstanden wäre, wenn sie das Foto von mir dafür benutzen dürften. Also für die Werbung praktisch, ne? Und ich habe das zugesagt. Also jedenfalls ist das ein Beweis dafür, dass die Fotos in Ordnung waren. Das hat sich auch dann ein bisschen rumgesprungen, und in der saarländischen Taubenzüchterwelt war dann allgemein bekannt, dass man auch von mir ganz gute Taubenfotos bekommen würde. Ich habe auch in der befreundeten Züchter auf Anfragen immer wieder Tauben fotografiert. Ja, du hast ja auch dann zum Beispiel so Collagen erstellt, ne? Zum Beispiel Meistermannschaften und so. Wie, kann ich dir kurz mal erzählen, wie du das früher gemacht hast? Weil da waren die technischen Möglichkeiten ja noch nicht so gegeben wie heute. Ja, die Schwierigkeit war die, ich konnte ja damals haben wir die Filme mit, ich sag mal, der Abzug oder ein Abzug wurde dann entwickelt, und diese Arbeiten, die musste ich mit dem Fotografen machen lassen. Zum Glück war bei mir ein Spezialist beschäftigt, der sich im Fotogeschäft sehr versiert war, und der hat dann für mich die Tauben immer die Aufnahmen entwickelt, und so dass ich, wenn ich nun mehrere Meistermannschaften von 4, 5 Tauben in einem Bild anfertigen wollte, habe ich dann jedes Taube einzeln in einer größeren Fassung fotografiert und also vergrößert das Bild lassen, und habe dann diese Aufnahmen auf einen Karton aufgeklebt, beschriftet und den Karton dann fotografiert als Bild für die Collage. Ne? Und das konnte man dann vervielfältigen. Ne? Und da ja, ich habe dann auch Aufnahmen mit 10, 12 Tauben angefertigt. Ja. Je nachdem, die war also sehr ansprechend. Also das war alles noch ohne Computer, das liegt ja alles schon 60er, genau. 70er Jahre. Später, ja. Als ein Computer kam, war es dann etwas einfacher. Und ich hatte dann auch eine Spiegelreflexkamera und dann nachher im Nachhinein eine Digitalkamera. Und da war es dann natürlich möglich, da konnte ich die Aufnahmen auf den Computer einstellen. Und dort mit einem bestimmten Fotoprogramm hatte man dann alle Möglichkeiten, das Foto auszuschneiden oder die Farbe zu verändern und so weiter.
Und das ist auch der Grund, wenn ich mir das so überlege, heute sehe ich als Aufnahmen von Augen und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil mit diesem Fotoprogramm man die Färbung der Augenfarbe das sehr beeinflussen kann. Es ist mir also nicht, ist immer, sagen wir, hundertprozentig sicher, ob diese Aufnahme, ob die wirklich das natürliche Farbe der Taube ist oder ob sie durch das Programm verursacht ob wurde. Ob da ein bisschen nachgeholfen wurde, ja. Ne? Genau. Und heute ist es auch dann ein bisschen einfacher, sage ich mal, die Fotos zu beschriften, ne? Mit so Nummer oder Name. Das war ja früher, muss man eigentlich alles von Hand machen, das war ja deutlich schwieriger. Ne? Sicher, ich habe eine Menge, also wie gesagt, anfangs, als ich anfing, war zunächst wichtig, Blendeeinstellung, Belichtungszeit, Entfernung von der Taube, all diese Sachen. Man musste also immer probieren, und welches die günstigste Position war. Auch es ist mir sogar gelungen, sag mal, Aufnahmen von zwei oder drei Tauben. Der Kasten war so groß, dass man ein Paar zu gemeinsam fotografieren konnte, war auch ganz interessant. Und wie gesagt, im Laufe der Zeit hat man dann eine gewisse Routine bekommen, wo und wie man das veranstaltet. Und wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich es dann wahrscheinlich sogar beruflich machen können. Ja, da waren ja einige regelmäßig bei dir und haben das machen lassen. Ne? Ja, du warst. Und in der Zeitung sind auch einige Fotos von dir erschienen, ne? Die du selbst angefertigt hast. Ja. Nachher im Video werde ich noch ein, zwei Fotos einstellen, wo man das noch erkennen kann. Und auch jetzt ganz aktuell, vor wenigen Wochen, ist hier ein Superstar-Foto von uns, von der Schlaggemeinschaft Meiser aus Merscheler, hier dieser schwarze Vogel. Sie brauchten ein Foto, um das bei der Zeitung einzureichen, weil da wurden ja alle Superstar-Kandidaten vorgestellt. Dieses Foto wurde auch bei uns unten im Kasten aufgenommen. Und dann halt an den Verband geschickt, der hat die Taube ausgeschnitten und hier eingefügt, also ist auch kein Schablonenfoto. Heute machen wir das mit den Fotos ganz einfach. Wir nehmen dazu das iPad von mir, da sehe ich eigentlich schon sehr gut, wie die Taube steht. Und man kann die Fotos auch nachher sehr, sehr gut löschen. Und die Augen fotografieren wir mit dem Handy. Dazu halten wir die Taube ganz nah unter die Lampe. Wie wir die Taube an sich fotografieren, seht ihr nachher in unserem Video. Das zeigen wir euch nachher. Da könnt ihr das sehen. Und die Beschriftung auf den Fotos mache ich einfach mit Windows Paint. Da kann man sich natürlich auch bessere Programme zulegen. Da sieht das natürlich vielleicht noch professioneller alles aus. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass die Taube natürlich rüberkommt und nicht jetzt aussieht wie eine Schablone oder jede Taube sieht aus wie die andere. Das macht ja wenig Sinn und hat auch wenig Aussagekraft. Ne? Und du kannst ja noch darauf hinweisen, wenn da jemand Fragen hat wegen dem Fotokasten, wegen der Größe, die Maße, ja. Oder irgendwie, wenn da Fragen, dann sind wir gerne bereit, dazu könnt ihr euch gerne melden. Nachher wird der Kasten noch näher vorgestellt, weil es ist nicht so einfach mit dem Kasten. Der muss hoch genug sein und alles und funktioniert das alles nicht. Aber ich denke, nachher in dem Video wird ziemlich gut klar, wie dieser Kasten aufgebaut ist. Der Kasten ist schon ziemlich alt. Das kann man mittlerweile auch alles ein bisschen moderner machen, aber von der Art her ist das alles noch interessant. Wenn auch jemand Interesse hat an diesem Artikel von dem Heinz Seebutt aus 1963, den kann man natürlich auch kann ich gerne per PDF zuschicken, einscannen und zuschicken, weil das sind Sachen, die gelten eigentlich heute noch. Ne? Wer das gerne für sich selbst machen würde. Und wenn man schon auch ein teures Programm zulegt, kann man die Bilder auch richtig schön machen. Also wir machen es mit Windows Paint, ich bin damit zufrieden. Ihr seht ja die Fotos, die wir immer online stellen. Die sind ja eigentlich alle selbst gemacht. Und da hat man schon viele Möglichkeiten. Und schön ist auch, man hat die Bilder von seinen eigenen Tauben als Erinnerung. Ne? Und der Opa macht das jetzt schon jahrelang. Mittlerweile machen wir es halt dann gemeinsam, wenn wir die Fotos fotografieren, die Tauben fotografieren. Ja, ne, also Opa, du hast ja eigentlich schon allen guten Tauben immer von dir Fotos gemacht. Ne? Und auch Dateien im Internet angelegt mit den Fotos, ja. Vögel und Weibchen. Also das ist schon immer eine schöne Sache. Noch eine schöne Beschäftigung, gerade so im Winter, wo es vielleicht sonst im Taubensport ein bisschen ruhiger ist.
Und durch die neuen technischen Möglichkeiten ist auch einiges einfacher geworden. Ne? Wenn man früher musste, die ganzen Negative und alles, das ist ja alles weggefallen. Es ist ja eine schöne Angelegenheit, wenn man dann, sagen wir, die Generationen, Enkel und Vater, Großvater, Urgroßvater, alles gemeinsam ein Foto sehen kann, wie sich die Familie entwickelt hat. Das ist schon interessant. Kann man einiges machen, ne? Also hier sehen wir jetzt den Fotokasten in unserem Keller. Der ist natürlich jetzt schon einige Jahre alt, aber ich denke, man kann schon im Wesentlichen erkennen, wie das Ganze so aussieht. Hier wird jetzt das Licht eingeschaltet. Man sieht, da wird es doch schon sehr, sehr hell. Hier unten kann man den Boden, eine Bodenplatte bewegen. Muss man, wenn die Taube draufsteht, natürlich ganz vorsichtig machen. Sieht man jetzt ein bisschen besser, wenn das Licht wieder aus ist. Ja. Also beweglich, also man hat sich da schon einige Gedanken gemacht. Hier innen sieht man die Scheiben, hinter denen die Lampen versteckt sind. Oben auch eine Lampe, hier ein Tuch, damit man den Kot wegwischen kann auf der glatten Unterfläche. Ja, hier sieht man wieder Beleuchtung hinten, die rote Wand, ja, die man auch austauschen kann. Das können wir jetzt nicht so gut vorführen, weil wir die Kamera auf einem Ständer haben, aber ich denke, man sieht, man kann die anheben und dann kann man die Farben auswechseln. Also wir haben noch grün oder die halt einen weißen Hintergrund. Je nach Gefiederfarbe kann man dies variieren. Muss natürlich auch darauf achten, dass die Tauben vorne nicht rauskommen, ne? Weil da ist ja offen, muss man darauf achten. Und der Kasten muss hoch genug sein, sonst stellt die Taube sich nicht richtig gut hin. Das sollte man auch beachten. So, wir werden euch jetzt mal versuchen vorzuzeigen, wie man eine Taube fotografiert. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, da wir normalerweise das komplett im Dunkeln durchführen. Aber damit die Kamera was erkennen kann, müssen wir natürlich das Licht anlassen. Mein Opa nimmt jetzt die Taube. Wir haben jetzt den Europameister Jona ausgewählt. Und wollen euch jetzt mal kurz demonstrieren, wie das in etwa abläuft. Ich mache ja die Fotos mit meinem iPad. Opa hat jetzt die Taube in der Hand. Setzt sie im Kasten. Normal ist es hier dann ganz dunkel. Das ist dann natürlich besser geeignet, wenn man die Taube reinsetzt. So, Opa setzt sie jetzt rein, ich knie mich vor den Kasten und ihr könnt ja im iPad die Taube erkennen. So, jetzt, ne, die Taube, das Licht ist angemacht und ihr seht im iPad jetzt die Taube. Man muss natürlich ein bisschen Geduld haben, damit sie sich richtig hinsetzt. Ist natürlich, ist nicht immer so einfach, muss man mehrere Fotos machen, kann man dann später noch genauer auswählen. Aber hier, heute ist er jetzt nicht ganz so in Fotolaune. Aber mit etwas Geduld sieht das Ganze schon viel besser aus. Ich werde nachher mal ein, zwei Aufnahmen, die da heute entstanden sind, auch ins Video stellen, damit ihr das erkennen könnt. Hier mit der Bambusstange, die Opa jetzt nimmt, kann man auch mal ein bisschen nachhelfen, damit die Tauben sich ein bisschen besser stellen. Aber man muss da schon immer ganz vorsichtig vorgehen. Ja. Manchmal sind sie dann auch zu nah an der Wand. Aber ich denke, man kann sich ungefähr vorstellen, wie das hier abläuft. Natürlich mit moderneren Kameras und so ist natürlich dann noch einiges mehr möglich. Opa holt die Taube jetzt raus. Also ich denke, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen, wie das ungefähr läuft. Hier seht ihr dann mal die Kamera in Großaufnahme. Hier ist an der Wand hängen einige Fotos, die mein Opa von seinen besten Tauben angefertigt hat. Hier Herr V, bester Vogel, hier der Fahle, ein sehr, sehr guter Zuchtvogel. Hier so ein paar Collagen, kann man natürlich jetzt nicht so gut erkennen. Hier nochmal eine Collage, also hat mein Opa eigentlich mehr oder weniger alles selbst angefertigt. Ich werde aber noch ein paar Bilder ins Netz stellen. Bitte stellen Sie den Vollbildmodus ein, damit Sie alles besser erkennen können, oder damit ihr alles besser erkennen könnt.
Hier ist der Artikel von Heinz Seebote, nach dessen Vorbild Opa den Fotokasten angefertigt hat. Das war 1963, ist dieser Artikel in der Brieftaube erschienen, kann auf Wunsch auch zugesandt werden. Hier sehen wir jetzt den Kasten, den Opa gebaut hat, den kann man auch zusammenlegen. Und die Extras haben wir ja im Video auch schon vorgeführt. Es ist wichtig, dass der Boden eine glatte Oberfläche hat, damit man ihn gut abputzen kann. Hier ist der Kasten jetzt beleuchtet zu sehen. Und hier einige erste Versuche von Fotos in den 60er Jahren, wie das alles so langsam losging. Hier auch, der Blitz auf dem Foto ist dadurch entstanden, dass ich die Fotografien mit dem iPad abfotografiert habe. Also auf dem Original sind die nicht zu sehen. Hier aus den 90er Jahren Bilder, die Opa angefertigt hat. Hier sind es Collagen, die mein Opa gemacht hat, RV-Meisterschaften, Slalom-Meisterplatzierung und so weiter. Hier ist die Olympiataube, die auch in einem bei Leistungstauben in der Brieftaube erschienen ist, hat Opa auch selbst fotografiert und auch viele weitere. Hier die SGM Schlaggemeinschaft Meiser, also der Vogel, den wir fotografiert haben für die Superstar. Und hier ist das Originalfoto, wie es eingesandt wurde beim Verband, auch unten im Kasten gemacht. Und hier sehen wir einige Tauben, die wir auch selbst fotografiert haben, also Tauben von uns oder Tauben, die jetzt bei befreundeten Züchtern im Einsatz sind. Also hier sind einige Beispiele, wie das so aussehen kann. Das ist natürlich alles mit dem iPad gemacht, mit guten Kameras kann man das sicherlich sogar noch mehr rausholen, aber für den Hausgebrauch sind wir eigentlich ganz zufrieden. Jetzt gleich sind das die drei Fotos, die jetzt kommen, sind entstanden, während wir das Video gedreht haben. Hier habe ich es nicht groß gar nicht bearbeitet, nur ausgeschnitten und habe sie hier mal reingestellt, damit er mal sehen kann, was aus den Fotos, die in dem Video angefertigt wurden, wie die aussehen. Ja. Jetzt kommen gleich noch zwei Fotos, die unser Freund Alexander Spranke angefertigt hat. Er macht auch natürliche Fotos, schneidet die Tauben nur aus und macht sie auf einen anderen Hintergrund und bearbeitet das dann auf diese Art und Weise. Auch eine schöne Sache wollten wir euch nur mal zeigen. So, das war jetzt heute unsere Folge über die Brieftaubenfotografie. In den nächsten Folgen stellen wir euch wieder zwei Zuchtweibchen vor und dann in der nächsten Folge, wo es um ein neues Thema geht, wollen wir ein bisschen über das Anpaaren und die Zucht sprechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.